Sternzeit 1612.2022. Es spricht Captain Fleck. Ja, und wie ihr erkennen könnt, sitze ich wieder in meiner Beluga, beziehungsweise bin mehr oder weniger gerade angekommen hier auf dem Rettungsschiff, auf dem Rettungsmegaschiff im System Tarach Noor, heißt es, glaube ich. Und habe wieder meine Fuhre Passagiere abgeliefert. Aber das ist nicht der Grund, warum ich euch hier zu einer weiteren Folge einlade, sondern wir können ja mal ganz kurz gucken hier, schauen wir mal nach. Es hat sich wieder einiges getan, damit die Leute hier landen können, parke ich mich mal ganz kurz unter Deck. Es hat sich wieder einiges getan, unter anderem hat es an der Tür geklingelt, aber das sollte jetzt nicht zur Sache tun. Es hat sich wieder einiges getan. Wir waren ja in der letzten Folge dabei, die Wakata-Station zu verteidigen und haben das auch irgendwie, naja, nicht wegen mir, aber wegen den ganzen anderen Spielern, die damit geholfen haben, haben das auch irgendwie geschafft. Und ja, seitdem hat sich Folgendes getan. Wir können ja hier mal reingucken, und zwar nicht das Powerplay, sondern hier die finalen, die letzten Malströms sind angekommen. Und wir können ja mal gucken, damit müssten es jetzt insgesamt 8 Malströms sein. Wir schauen mal nach, was haben wir hier für eine Meldung. Weitere 13 Systeme sind an die Targoiden gefallen und die letzten Malstroms sind angekommen. Und zwar die drei Signale namens Tor, Rajin und Hadad. Können wir mal gucken. Genau, mit den 5 vorhergehenden Anomalien sind es dann also insgesamt 8 Anomalien, die angekommen sind. Hier werden nochmal die Abmesser angegeben. Ja, das Ding, die Dinger haben, also diese Wolken, die da angekommen sind, haben offenbar 100 Kilometer Durchmesser. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Müsste man mal nachmessen, ne? Ob das stimmt. Als ich mit dem Redshirt drin war, keine Ahnung, ob es da auch 100 Kilometer waren. Hier wird auch berichtet, dass viele Piloten natürlich versucht haben, die Malstroms zu untersuchen und alle kläglich gescheitert sind. Da steht es auch, ne? Einmal wegen der hohen Kaustizität da drinne und wegen was noch. Genau, und einigen, einer großen Anzahl von kaustischen Generatoren. Ich nehme an, diese kaustischen Generatoren, das sind diese, was wir Minen genannt haben, ja, die erzeugen also diese kaustischen Wolken. Da wäre es in der Tat sinnvoll, wenn man die mal wegpustet. Allerdings glaube ich, dass die respawnen. Also wie gesagt, alle Malströms sind jetzt in ihrer Position angekommen. Wir gucken uns das gleich an. In einem Halbkreis, ich würde sogar sagen eine Halbkugel, auf der Zentrum abgewandten Seite der Bubble, also vom Galaxiezentrum aus gesehen. Gucken wir uns gleich an. Und jeder dieser Wolken ist natürlich ein Zentrum geworden der targoidischen Expansion. Und es ist nach wie vor angefragt, dass man hier bei der Evakuierung hilft. Mittlerweile sind es 11 Rescue-Schiffe, also 11 Rettungs-Megaschiffe auf so ein Schiff, wo ich gerade drauf gelandet bin. Mal kurz gucken, was steht da noch so? Ja, und es wurden natürlich auch Capital-Ship, also Kampfschiffe mit Anti-Xenon-Technologie oder Anti-Xenon-Waffen abgesetzt, aber wie gesagt, großartig bewirken tun die nix. Und wir haben auch im Moment keine Technologie und keine Strategie, um diese Malströms direkt anzugehen. Aber das ist im Prinzip erstmal der Stand der Dinge. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wo haben wir es? Da, Galaxy Map. So, zoom, zoom, zoom. Da sitze ich auf dem Megaschiff. Also, hier haben wir, wie gesagt, diese Halbkugel. Oder diese, naja, eine Halbkugel ist nicht richtig, so eine Viertelkugel oder sowas, ja. Und zwar in Richtung von der Galaxie weg, in Richtung des Nebels hier. Da irgendwo müsste da der Pferdekopfnebel sein. Ich weiß nicht, wo genau. Auf jeden Fall, da hinten ist er. Auf der abgewandten Seite, da hängt immer noch die Lord Pity Platsch. Vielleicht sollte ich die da mal wegbringen. Ich weiß nicht, was das... Ich glaube nicht, dass die zerstört werden können. So, und da sind die 8 Malströms. Lass zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Malströms. Einige mehr, andere weniger ausgebreitet hier. Das ist der am wenigsten ausgebreitete. Wie heißt denn der? Lass mal kurz gucken. Steht da ein Name? Targoid Malström. Ja, da steht halt Targoid Malström. Da steht nicht, welcher Name das ist. So, und ja, mehr hat sich nicht getan. Also die Targoiden haben jetzt ihre volle Ausbreitung, beziehungsweise ihre volle
Malströmzahl erreicht. Wir haben jetzt 8 Stück, hoffentlich kommen nicht noch mehr. Und breiten sich von da aus aus, mehr oder weniger, je nachdem, wie die Xeno-Initiative sich wehrt, je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal gelingt auch eine Verteidigung, wie bei der Vakata-Station, das hat da geklappt, aber halt auch nicht immer. Da denke ich mal, sind einfach zu viele Systeme da, um dass da sich die Spieler alle dran beteiligen können. Was anderes hat sich auch getan, und zwar die ersten Community Goals mit den verbesserten Anti-Xenon-Waffen sind fertig geworden. Wir können ja mal kurz gucken. Und das Gute ist, diese Anti-Xenon-Waffen kann man sich natürlich an einigen verschiedenen Stellen holen, aber definitiv halt auf diesen. Nee, das wollte ich nicht. Definitiv halt auf den Megaschiffen, auf den Rettungsmegaschiffen. Und zwar sind fertig geworden die erweiterte AX-Multikanone, das erweiterte AX-Raketenpack, beide als Türme, und den AX-Multikanon als fix eingebaute Waffen. Und ja, die kann man sich halt überall einbauen, können wir uns gleich mal angucken im Ausrüstungsstock. Hat sich noch was getan? Nein, der Rest sind alte Nachrichten, also zumindest für mich alte Nachrichten. Und da kann man dann mal rausgehen. Also wenn man sich dann auf so einem Megaschiff befindet, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, auf der, ich glaube, Berichinger heißt das Ding, dann geht man natürlich logischerweise hier rein und geht natürlich hier auf irgendeine. Okay, jetzt können wir gleich mal gucken. Wie viel habe ich? Eins oben drauf, eins oben drauf, eins unten drunter, eins unten drunter und noch einer unten drunter. Drei oben, zwei unten. Interessant. Okay. Dann geht man hier rein und sagt, okay, ich will eine experimentelle Waffe haben. Und da finden wir die alten Waffen, das sind die zum Beispiel die AX Missile Racks und so. Wir finden aber auch die, und das sind sie da, die Enhanced AX Multicannons. So, Enhanced heißt in dem Sinne, da steht's, this enhanced version grants improved damage output to each projectile. Also wir machen mehr Aua. Und was hier nicht steht, die sollen auch in diesen Malströmen funktionieren, wo, also in den Systemen, die von Targoiden heimgesucht sind. Und das heißt, dass da fallen ja normalerweise die Waffen aus. Aber die sollen da wohl funktionieren. Also zumindest hatten wir schon mal so ein paar einfache Waffen hier, die Multicannons und die Raketenpacks. Das sind ja auch die, die wir als allererstes hatten am Anfang. Wir können ja mal gucken, ob sich da der Schaden irgendwie Damage, also 1,4 macht hier eine Enhanced AX Multicannon. Jetzt gucken wir mal denselben Turm. Haben wir da einen Turm? Lass mal kurz gucken. Sehen wir leider nicht. Ne, hier haben wir witzigerweise nur noch die Enhanced. Ah, hier hätten wir auch noch die AX Multicannons. Die normalen, oder? Ah ja, okay, das ist der. Das ist die, Moment. 1,3. 1,4 sieht jetzt irgendwie nicht viel aus, ne? Kostet ein bisschen mehr. Von 1,3, also rechts die Anzeige von 1,3 auf 1,4, wir können ja mal gucken. Damage per Second sind 10 und da sind es 9,6. Also das sieht nicht viel aus, aber es kann ja durchaus sein, dass das auf Targoiden noch einen ganz anderen Effekt hat. Insofern weiß ich nicht, ob da ein großer Unterschied ist. Müsste man mal ausprobieren. Der große Vorteil dürfte natürlich sein, dass die Dinger überhaupt funktionieren. Und da müsste man dann mal schauen. Soll ich mir einfach mal hier so ein paar Enhanced? Das wäre total bescheuert, oder? Enhanced AX Multicannon. Als Turm? Nee. Nee, das brauchst du nicht. Und bei den Raketen können wir uns das auch mal angucken hier. Wir haben ja hier die Raketen. Turreted. Wo ist das Damage? 23,7. Und was haben wir hier? 24,4. Also, das sind. Alles immer noch nicht mal 10% oder so. Warte mal. 21, 27, 24, das sind. Noch nicht mal 10%. 5% oder sowas. Weniger. Ja, also relativ auf dem Papier relativ weniger Schaden. Vom Preis her allerdings ein bisschen mehr. Da sind es eher 20% mehr. Müsste man mal gucken, ob die sich lohnen. So, aber das machen wir natürlich nicht. Weil. Wir haben ja hier eine Beluga, da lohnt sich das jetzt nicht unbedingt, da was einzubauen. Wir gucken mal ganz kurz nochmal aufs Mission Board. Bei den Community Goals, da sind zwar zwei Sachen noch in Arbeit, und zwar das AX Missile Rack Fixed
Und das AX Multicannon Gimbaled Multigoal, Community Goal, was müssen wir da machen? Da müssen wir immer noch dieses Zeug abliefern, ne? Advanced, also alle eine ne runde Mischung, Advanced, Katalyser, Kupfer und so weiter und so fort. Würde sich natürlich anbieten, dass man da hilft, weil Multicannons, die wenigsten rennen noch mit Multicannons rum, oder? Bin mir da nicht sicher. Also gegen die Xenon meine ich jetzt. Gegen die, nicht gegen die Xenon, wir sind nicht in X-Flag. So, wir gucken mal kurz hier drauf. Da klingelt es schon wieder. Ist heute hier willkommen bei Taubenschlags. Wir gucken mal hier rein kurz beim Mission Board. Schauen wir mal kurz, ob wir hier was haben. Nee, da haben wir natürlich nichts. Okay. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich fliege natürlich noch einmal Passagiere holen. Wo fliege ich am besten Passagiere holen? Sagen wir mal, was ist denn hier am nächsten? Ich glaube, von dem Schiff hier nimmt sich das nichts. Ne? Da unten, das könnte glatt am nächsten sein hier. Das ist der neueste, da können wir uns gleich mal umgucken. Was haben wir denn da? 64.000, 2,9 Millionen. Hier können wir in der Tat mal hinfliegen, das müsste relativ schnell gehen. Nach Obassi-Ossor, da fliegen wir jetzt mal hin und gucken mal, ob wir da noch ein paar Passagiere retten können. Wie viele Sprünge sind das? Drei. Okay. Erstmal mein HOTAS wieder zurechtrücken. Ja, also ihr merkt, im Moment hat die Menschheit da eigentlich nicht viel zu rütteln gegen die Targoiden. Im Moment ist eher so, dass wir so ein bisschen warten auf die nächsten Community Goals. Natürlich, die Community Goals, die werden abgeschlossen. Nicht von mir, aber von anderen. Haha. So, flieg, mein Guter. Aber im Moment kann man halt nichts wirklich machen, außer verteidigen. In die Maelstroms kommt man nicht rein. Und verteidigen kann man auch nur einige ausgewählte Systeme. Dafür sind es einfach zu viele Targoiden. Und deswegen begnüge ich mich gerade derzeit damit, so ein bisschen Zeugs zu, also hier Evakuierungsmissionen zu machen. Ist nicht die idealste Geschichte, um Geld zu machen, aber teilweise recht spannend, teilweise recht lustig. Am effektivsten, um Geld zu machen, dürfte immer noch Targoiden abschießen sein. Oh, da koche ich. Dürfte Targoiden abschießen sein, aber das ist mir teilweise für so einen entspannten Flug etwas zu aufregend. Da muss man sich so konzentrieren. Und deswegen. Ja. Hitzeschaden, ist gut. So, wir fliegen weiter. Was haben wir da gescannt? Ah, 32 Objekte. Und ich denke mal, wenn es dann hart auf hart kommt, ich meine, die Turmvariante von den von den AX-Waffen, die ist ja schon mal, die spielt mir ja schon mal gut zu, weil die Rosinante, also mein T10, der ist ja auf Türme mit AX-Waffen ausgelegt, und das passt ihm natürlich wunderbar, dass wir dafür Waffen haben. Also sollte es losgehen, dann packe ich die sofort ein und fliege los. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen hier Evakuierung. War das schon der finale Sprung? Nee, ne, da kam noch einer. Das hat mittlerweile auch ganz gut geklappt, wenn man sich angewöhnt, dass man wirklich richtig, richtig schnell sein muss beim Reinfliegen in die Station und beim Abdocken. Vor allem beim Abdocken habe ich festgestellt. Die Targoiden neigen dazu, einen nämlich schon ins Visier zu nehmen, wenn man drin sitzt und sich die Passagiere an Bord holt. Und wenn man dann rausfliegt, dann fangen die sofort an mit Raketen und mit Schwärmen und hast du nicht alles gesehen. Aber auch da habe ich mir so ein, zwei Tricks zugelegt. Und zwar am besten natürlich logischerweise erstmal überhaupt in den Supercruise zu springen, bevor man das eigentliche Ziel anvisiert, also den eigentlichen Stern. Sonst muss man nachher um die Station rumfliegen und ach, alles Mögliche. Also so gefühlt würde ich sagen mal von 10 Flügen klappen 9. Im 10. schießt er mich dann ab, aber das ist nicht so wild. Na, werden wir abgefangen? Ja, natürlich werden wir abgefangen.
Beim finalen Sprung gibt es immer Besuch von den Targoiden. Ich weiß, ihr seid scharf drauf, dass ihr das eine Mal seht, wo ich abgefangen werde, wo ich es nicht schaffe. Flieg, mein Gutes da. Aber nicht mit mir. So, keine Ahnung, was mich da verfolgt, aber... Ja, kurz gucken. Sehen wir es hier? Nee, unknown, unknown. So, jetzt warten wir natürlich kurz, bis die... Bis der Drive wieder aufgeladen ist, der FSD-Drive. Ich meine, so ein bisschen hätte ich natürlich Lust, wieder mit der Rosinante loszufliegen. Aber ja, da warte ich, bis die Kacke richtig schön am Dampfen ist und dann geht's los. So, jetzt gucken wir mal und hoffen wir, dass wir hier eine Station finden, wo die Rosinante drauf landen kann. Ja, ja, der Hitzeschaden. So, wir gucken mal nach, ob wir hier irgendwas finden. Ich brauche eine Station. Nehmen wir genau die hier. Das ist eine sehr schöne Station, weil die ist recht nah. So. Teller Horizon. Na, dann holen wir uns da ein paar Flüchtlinge und verdünnisieren uns wieder. Crocked Wood. Homestead. Ich tippe jetzt mal darauf, dass jetzt ab jetzt, bis wir sämtliche Targoiden-Technologie durchgeforscht haben, dass da... Oh, Loop of Shame, so. So. Dass da immer ein Community Goal kommt, jede Woche oder so. Bis wir dann alles haben. Und dann am Ende kommt wahrscheinlich das Community Goal, was die Technologie freischaltet, oder die Community Tool Serie, was die Technologie freischaltet, um überhaupt in diese Maelstroms vordringen zu können. Teller Horizon. So, jetzt müssen wir mal gucken, von wo wir am besten anfliegen. So, wir fliegen einen schönen Bogen. Ich hätte ja immer noch Bock mal die... Nee, du... Ich fange jetzt nicht an, die Beluga als Antitagoidenschiff auszurüsten, das wäre sie gewesen. Aber die Idee ist schon da, ne? Tauche ich sie in grün und dann geht's los. So, lass gucken und drop. Nein. Ja, ja, alles gut. Ich handle alles, alles gut. Juhu, hinein. Nein, nein, nicht mit blauem Zeugs auf mich schießen hier. So, Landeerlaubnis habe ich. Ich soll landen auf der 24. Alles schön grün hier drin, sehr schön. Nein, nein, nicht auf den Fleck schießen. Nö. Nö, nö. So. Überhaupt gar keinen Schaden registriert. Also wie gesagt, das Reinfliegen klappt noch immer ganz gut. Das Rausfliegen wird dann etwas spannender, aber dafür guckt ihr euch das ja an, ne? Na. So. Einmal reparieren, einmal dieses. Wir gucken hier nach, was wir hier Feines kriegen.
Mission Board. Wir brauchen Passagiermissionen und zwar brauchen wir natürlich Gruppenmissionen. Und die wollen, oh, die wollen nach Altair. Warum wollen die denn nach Altair? Warum denn nicht nach Tarachnor? Dann eben nach Altair. Gut, hat natürlich den Vorteil, oh, man kriegt mehr Geld, weil es weiter ist. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir nehmen mal die 80 Flüchtlinge hier. Ja. Picken da eine Cabin. Dafür, was kriegen wir dafür? Biotech Conductors. Picken mal eine Cabin. So. So. Und. Warte mal. Ich habe die hier gerade nicht angenommen, ne? So, nochmal. So, jetzt muss ich die erstmal akzeptieren. Angenommen. So, Altair und jetzt passen noch rein. Möglichst viele. 40, sogar mehr, wenn wir mehr als 40 kriegen. Kriegen wir aber nicht mehr als 40. Gut, wir könnten, glaube ich, warte mal, ich glaube 126 habe ich oder so. Was haben wir denn hier noch? 36 und 12 würde das gehen. Das könnte hinhauen. 40, was haben wir denn bei den 40? Ach komm, wir machen 2, das ist okay. Ja, das soll uns reichen. 27, warte mal, ich guck mal kurz. 30, die werden natürlich besser hier. Ruhe, ich bin am Überlegen. Ich nehme mal die hier und dann gucke ich mal, ob ich den 18er noch nehmen kann. Ihr versteht, was ich meine, ja? So, passt auf. Den hier. Pick Cabin. So. Und jetzt müsste ich, genau, jetzt müsste ich den 18er noch nehmen können. Richtig. Ja, haben wir hochgepokert, aber es geht. So, was kriegen wir dafür? Dafür kriegen wir Building Fabric. Nee, das will ja kein Mensch. Modified Embedded Firmware, das ist okay. Was erzählt denn der da? So, war auch nicht mehr. Haben wir immer noch 7 Plätze frei. Also hat auch nicht viel mehr gebracht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, auf Accept zu drücken. So. So. Und jetzt Accept. Und jetzt können wir keine mehr annehmen. Jawohl. So. Jetzt kommt die große Schwierigkeit. Jetzt müssen wir nach Altair. Gerade mal geguckt, ob Spieler draußen sind. Jetzt müssen wir nach Altair. Wo ist Altair? Ist natürlich ganz am Arschende der Welt. Warum ist denn das? Okay, das war jetzt natürlich ein blöder Sprung. Also, was heißt ein blöder? War ich in Altair schon mal? Federal Haven. Heißt das Schiff so? Ich nehme mal an. So, Federal Haven. Das heißt ab nach Altair. Oder Altair. So, jetzt gucken wir als allererstes, und das ist die wichtige Sache, liegt Altair im Flugrichtung? Nein, tut es nicht, wie wir unten auf dem Ding sehen. Liegt nicht in Flugrichtung. Das heißt, wir wählen das Ziel erstmal ab und fliegen erstmal einfach nur so in den Super Cruise, um möglichst schnell aus diesem Kampfsystem herauszukommen. Weil ihr habt das ja mal gesehen, die platzt schneller, als man gucken kann. Wie viel Sprünge sind denn das? 5, naja. Das heißt, wir müssen mit dem Ding wirklich möglichst schnell sein. So, da ist in der Tat sogar ein Spieler unterwegs. Nice. Und Schub! Schnell weg hier. Ja, super. Ja, schön Schaden. Schön geradeaus und erstmal weg hier. Tschüssi, ich bin weg. Also so geht's immer ganz gut. Wenn man ordentlich Stoff gibt.
Und jetzt können wir uns nach Altair begeben. Mission updated. Need evacuation. Was will der jetzt von mir? Gucken wir uns gleich mal an. Manchmal ist es einfach nur ein Zeit-Quest, der dazugeschaltet wird. So, fliegt mein Guter. Wir gucken mal kurz nach. Extra-Credits. Was muss ich dafür machen? Ich muss besonders schnell sein. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ist auch nicht sonderlich viel. Hier 70.000 kriegen wir dafür extra. Im Allgemeinen schafft man das auch. So, meine Hübsche, guckt sie euch an. Ist sie nicht wunderschön? In Rot und Weiß. Und dann überhitzt sie auch so schön. Ich liebäugel immer noch mit dem Shipkit für die Beluga. Ich glaube, dann klingelt bei Frontier Developments eine Alarmsirene, weil kein Mensch sich ein Shipkit für eine Beluga kaufen würde. Ich glaube, dann geht dann irgendwas, oder ich kriege vielleicht einen Erfolg. Der heißt dann The Only One. Auf nach Altair. Er hat eine ordentliche Sprungreichweite, die Beluga. Zugegebenermaßen mit dem Frameshift Booster. Drei Sprünge noch. Ach komm, dann nehmen wir euch noch so lange mit. Überziehen wir ein paar Minuten. Vielleicht mache ich auch am Wochenende. Für euch ist ja schon Wochenende, aber für mich ist Wochenende demnächst. Vielleicht mache ich am Wochenende einfach mal so eine Anti-Xenon-Tour. Ich denke mal, der ein oder andere hat auf jeden Fall auch schon ausgetestet, wie gut denn die neuen Anti-Xenon-Waffen sind, also wie gut die Advanced AX-Kanonen sind. Ich hätte auch noch mal Lust mit der... mit dem Ding hier exploren zu gehen. Einfach, weil es so geil aussieht. Einfach, weil es so eine hübsche ist. Wie man hier vielleicht sehen kann. Natürlich nicht mit Passagierkabine. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen Sprungreichweite rauskitzeln, indem man einige Module unterequippt. Ich denke mal, im Moment sind wir ja bei knapp 50. Vielleicht kommen wir da sogar auf 55 oder so. Böser, böser brauner Zwerg. Altair, da sind wir schon, guck mal. Wie man an Altair auch sehen kann, Altair ist in echt auch ein... Oder Altair ist in echt auch ein relativ heller Stern, ne? Wie man sehen kann, das gute Ding ist groß. So, jetzt können wir hier natürlich mal noch ein bisschen aufpassen, weil bei den Rettungsschiffen, da würde ich mich als PvPler gerne mal, wie gesagt, abstellen und dann sage ich, haha, du unbewaffneter Passagiertransporter, dich knall ich ab, weil ich heute Morgen nur halbweich gekochte Eier zum Frühstück hatte. Verdammt, ist der Stahl, es ist der Stern hell. Bleh. So, guten Tag, Altair. Ich flieg mal kurz an dir vorbei. So. Federal Haven, 2000 Lichtsekunden. Das ist human. So, schwupps. So, Vergleich. Die Erde ist ja von der Sonne circa 9 Lichtminuten, also sagen wir mal 500 und ein paar zerquetschte Lichtsekunden entfernt. Ich glaube so knapp, ich bin mir nicht sicher. Waren es knapp 9 oder waren es gut 9? Waren es 8,5 oder waren es 9,5? Ich weiß es nicht. Rechnet selber nach.
150 Millionen Kilometer geteilt durch 300.000, dann habt ihr das in Sekunden. So. Federal Haven. Scheint aber wenig los zu sein hier, auch mit Spielern, oder? Lass gucken. Ein Beluga-Liner. Python, Crate, Orca. Es scheinen alles harmlose. Es sind keine typischen, also Augen auf immer, wenn Pferdelands dabei ist, ne? Pferdelands ist immer. BVBler sind so fantasielos. Die kommen immer mit irgendwelchen Pferdelands an. Oh, da hat sich einer hinter mir eingereiht. Wer ist das? Orca, Python. Das ist bestimmt die Orca. Orca ist ja eigentlich auch ein netter Passagiertransporter. Einfach weil sie so schnell ist. Andererseits passt da so wenig rein. Wo ist denn jetzt das doofe Ding da? So, jetzt ist nur noch der Orca. Ich wette, es ist der Orca, der Spieler. So, wie ich hier anfliege, ist egal, weil diese Megaschiffe, die haben ja keine zentrale Einflugschneise, kein Slot. Schöner Planet. Ich will mal ein bisschen von der planetenabgewandten Seite anfliegen, einfach da, weil es schöner aussieht. So. Ah, wie schön. So, irgendwer hier. Nee, keiner zugange. Müsste ich mich ganz. Sieht komisch aus. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Raumschiff, ne? Eher wie so eine Raumstation oder so. Na, hier ist keiner unterwegs. So, da oben müssen wir hin. Hast du ja gesagt, auf die 1, ne? Ja. Machen wir mal den Tokyo Drift hier. Hui! Hör auf, ruhig zu sagen! Wieso? Bin völlig intakt. Was war denn bitte? Ist ja gleich erstmal da an die. Seht ihr noch meinen Abgasstrahl? Ist ja gleich erstmal wieder gegengeditscht. Super gemacht. Da kommt die Drohne. Zum Glück habe ich Schilde. Wie abgewehrt. Ich bin auch nicht zu reparieren. Da ist nichts zu reparieren. Fuel Transfer complete. Echt? Da ist auch kein Fuel Transfer passiert, wenn ich mal rechts angucke. Fleck wieder at its best. Landung for the win. Ach, guckt euch dieses Bild an. Darf ich das mal als Screenshot haben, bitte? Nee, komm, ich war doch schon. So. Einmal als Screenshot, bitte. Töni. Was ein hübscher. Mit dem Planet als Hintergrund. Fein. So, jetzt gehen wir natürlich hier hin und sagen,
Gib mir den heißen Scheiß. Wo denn? Da. So, was kriegen wir jetzt insgesamt? 13, 5, 4, 5, 6, 7. Ja, gute 20 Mille. Fast 21. 21 Mille. Wenn ich jetzt nicht hier... Ich werde ein bisschen weniger kriegen, weil ich nehme jetzt hier die Belohnungen mit, die Biotech-Konduktoren. So. Aber immerhin, komm. Danke. Ja. Da kann man das volle Geld nehmen hier. Ja. Und was gibt's hier? Dann nehmen wir natürlich die Modified Embedded Firmware auch noch mit. So, und schon sind wir wieder stinkereich. Ja, ich würde sagen, ich danke fürs Zusehen. Ihr seht, was gerade passiert. Ich warte so ein bisschen ab, wie sich die Sache weiterentwickelt. Schließe mich vielleicht irgendwann einem neuen Community-Goal an, aber bis dahin mache ich erstmal so ein kleines bisschen Geld hier mit Passagiertransporten oder sowas. Ich danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck aus Elite Dangerous. Tschüssi!